Afrika. Dass ich damals überhaupt nach Afrika bin. Ja, das verdanke ich die Geschichten von der Fluzioppa, dass ich während dem Rumble in the Jungle zur Welt gekommen bin. Und die Geschichten vom Lehrer Schön. Der Lehrer Schön, das war ein purer Geist meiner Vergangenheit. Der hat uns jede Stunde in der Schule erzählt, seine Geschichten mit dem Vorhaben. Da ist er gefahren am Wochenende in die Südsteiermark, im Sommer der Donau entlang bis zum Schwarzen Meer oder an die Blitwitzer See. Und einmal war er mit dem Rad sogar in Afrika. Afrika hat er erzählt, das ist die Wiege der Menschheit. Dort leben halt über 1 Milliarde Menschen und die sprechen über 2000 Sprachen. Ja, was juckt uns Afrika? Haben wir und das Stepper der Schule immer gesagt zum Lehrer Schön. Was juckt uns das? Was interessiert uns Afrika? Was ist Afrika? Ein Quiz! Der Reosch mit seinem Quiz, der hat er schon in der Schule gern gehabt. Ein Quiz! In welchem Jahr besuchte Haile Selassie, der König der Rastafari, Österreich? Eher nur immer ein Dako sagen, je bisse, Haile Selassie, König von Rastafari, Bob Marley hat gehabt, König? Markus Garvey, der Begründer der Back-to-Africa-Bewegung, sagte die Krönung eines mächtigen schwarzen Kaisers voraus. 1930 wurde Haile Selassie zum Kaiser von Abyssinien gekrönt. Echt? Und der Selassie ist gewesen in Österreich? 1954 bekam er die Großstellung, die Verdienste um die Republik Österreich. Und mein Großvater stand als Pressefotograf in der zweiten Reihe. Ab den 1970er Jahren waren die Rastafari international bekannt, vor allem durch die Reggae Music, vor allem durch Bob Marley, dessen Gott und König Haile Selassie war. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman.